Versenke das Geisterschiff. Ich bin so froh und alle haben sich solche Sorgen gemacht. Wir sind so froh, dass ihr gesund zurück seid. Keine große Sache, das Geisterschiff war einfach als Dachschrubben. Hey, das muss man dir lassen. Oh ja, ich habe Neuigkeiten, ich darf auf dem Schiff bearbeiten. Im Maschinenraum, sie reparieren gerade die Maschine. Sieh eine an, nicht schlecht. Der riesige Tintenfisch hat das Schiff gestoppt. Was für eine Bestie. Ich habe es von Anfang an gesagt. Es gibt keine Geister. Stimmt's, Kapitän? Gut gemacht, Fenja. Jetzt schaffen wir es in die neue Welt. Ich kann mich auf dich verlassen. Oh, Kapitän, ich war das nicht allein. Justin und seine Freundin waren auch dabei. Wir haben das Geisterschiff gemeinsam zu dritt besiegt. Natürlich. Du hast recht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dazu fähig gewesen wären. Um ehrlich zu sein, ich auch nicht. Du bist ein echter Abenteurer. Das war eine reife Leistung für dein erstes Abenteuer. Hast dich gut geschlagen, Justin. Tja, also nun, danke. Ist sowas von peinlich. Sieht dir gar nicht ähnlich, Justin, so knarrot anzulaufen. Puff, puff. Puffi, was meinst du dazu? Ein Schelm, der Böses denkt. Richtig geil, dass die halt solche Einspieler in dem Spiel haben. Bei Grandia 2 war das nicht so. Da hast du nur diese beschissenen Cutscenes gehabt. Die verpixelten. So, und dann haben die nicht mit der HD Remastered irgendwie ein bisschen überarbeitet, dass die halt besser aussehen. Richtige Müllaktion. Das war wirklich ein beeindruckender See, euch in einem neuen Licht. Seid wirklich Abenteurer. Seid erschöpft, oder? Wenn ihr... Speichern. Nice. So, was haben wir denn da? Ich muss noch etwas... Ich muss noch mit jemandem sprechen. Ich bin müde, lass uns ins Bett gehen, ja. Heute hätte ich gut schlafen. Ah, fuck! Oh, ich hätte noch Zeug weglegen können oder verkaufen. Oh. Ich habe jetzt noch die Chance dazu. Justin, guten Morgen. Lass uns das Deck schrubben. Ach, du heilige Scheiße. Gut. Aber wir können jetzt wieder Zeug weglegen. Für später. Und verkaufen. Oder kurz? Muss einfach. So. Verkaufen. In der Windtalisman brauche ich nicht. Für alle Feinde. Schwesen, könntet ihr Mana ist jetzt immer seit zum Kauf von Zaubern. Ich kann das verkaufen? Alles klar. Schlüssel zur Erste-Hilfe-Kabine. Okay. Kräuter verkaufe ich. Okay, die Brille kann ich verkaufen. Das Schwert kann ich verkaufen. Das Kleid kann ich verkaufen. Die Axt kann ich verkaufen. Kann es sein, dass meine Tasche größer geworden ist? Plus ein wie gleichsätziges Samen. Ich denke, ich hab's. So. Aber die ist nicht unserer Gruppe bis jetzt beigetreten. Aber gut, wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Sportleid. Ne, ich warte mal, was in der neuen Stadt ist. Also in der neuen Welt. Ach, gibt der Gruppe. Gibt der Gruppe 60. So, gehen wir noch mal kurz hier. Stecken. Ich lebe einfach einen Freund wieder, okay.
Oh, ich weiß nicht, ob ich den Portrock muss, also angewendet wird. Ich denke mal schon, so leg ich mal das ab. Und das. Jetzt habe ich viermal Wundersalbe. Jetzt kaufe ich mir dann noch eine erste Hilfe, oder? Aber was macht das Ei? Also was kann ich mit dem Ei machen? Kann ich mit dem Ei jetzt nichts machen, oder wie? Ich brauch. Nee, es kostet 8 XP. Greif den Gegner mit Puffywurf an. Ah, ich muss die doch auch verstärken können. Also wir schlieren alle Fälle, wenn ich mit den Waffen kämpfe, lerne ich alle Fälle Angriffe damit. Weil ich level die ja irgendwie. Genau, hier steht's. Weil ich mit der Keule Level 5 bin und mit dem Schwert Level 6 geworden bin, habe ich den Angriff gelernt. So, jetzt müsste ich mit der Axt auf Level 5 kommen und mit dem Schwert, nee, mit der Keule auf Level 7, um den nächsten Angriff zu lernen. Okay. Da kann ich ruhig mit der Keule hier weitermachen. Also ich brauche auf jeden Fall doch noch später wieder einen Bogen. Das ist kompliziert. Warum ist das nicht so einfach wie in Grandia 2? Was mache ich jetzt mit dem komischen Mana-Ei? Geben. Ach, ich kann das geben. Ah. Das würde ich doch eher dann Zoe geben, das Ei. Ich kann das Zoe gar nicht geben. Ich kann ihr das Schiffsschein geben? Bleib mal schreien, ich muss irgendwie das mit Handeln machen, oder? Kann das sein? Nee. Scheiße, kompliziert. Ich kann Justin das Ei geben, auf jeden Fall. Ja, schlägt es erstmal weg. Schlägt das Ei erstmal weg. Das Ticket behalte ich mal, weil ich eine Wesabschluss später noch brauche. Oh, ist das alles so kompliziert. Oh, es sind Justin und Zoe. Wollt ihr das Deck schrubben? Tja, Pech, ihr seid gefeuert. Ihr müsst nicht mehr schrubben. Gefeuert? Wieso? Warum haben wir so hart gearbeitet? Hahaha, warum die langen Gesichter? Hört mal zu, okay? Wir sind in Elencia. Die neue Welt, die Reise ist vorbei. Was? Ja, schaut euch an. Geht zum Bug, man kann die neue Welt sehen. Nice. Justin, was ist das? Ey, was ist los? Ich kann es sehen. Da ist es. Was? Warte, Justin. Unglaublich. Justin, bei so viel Platz kann man eine Menge Abenteuer erleben. Puff, puff, puff. Haha, Puffy.
Keine Sorge, dort gibt es keine viel leckeres Essen, nicht wie. Nicht wahr, Justin? Hörst du mir überhaupt zu, Justin? Hallo, Justin. Oh, ich habe dich schon gehört, Zoe. Die neue Welt. Wir sind wirklich hier. Ich kann kaum erwarten, herauszufinden, was uns dort erwartet, Justin. Guten Morgen, Justin und Zoe. Hey, Finja. Ah, neue Pam. Lange ist es her. Seid ihr beide zum ersten Mal in der neuen Welt? Willkommen in der neuen Pam. In Elencia, der Kontinent von Traum und Hoffnung. Ihr seid herzlich willkommen. Der Kontinent von Traum und Hoffnung? Ich weiß, dass deine Träume wahr werden, Justin. Justin, mach dich bereit, an Land zu gehen. Sag mir, wenn ihr gehen wollt. Wie kleidet euch? Bin bereit. Also jetzt seid ihr bereit, an Land zu gehen? Ja, bereit. Großartig, endlich sind wir in Neupam. Ja, yippie! Geschafft, wir sind die Ersten. Wow, wir haben es geschafft. Wir sind in der neuen Welt. In einem neuen Land. Nicht so zu viel. Genau. Jetzt kann ich endlich das Abenteuer erleben, von dem ich geträumt habe. Ich kann es kaum erwarten. Puff, puff! Ihr beide seid wirklich unmöglich. So, was machen wir jetzt? Justin? Ich will zur Abenteuerliga. Mama hat mir ein Empfehlungsschreiben gegeben. Oh, zur Abenteuerliga? Das hast du neulich schon mal gesagt. Dann kommt jetzt wohl der Abschied. Was? Willst du uns nicht begleiten, Finja? Tut mir leid, ich habe meine Gründe. Wenn ihr wollt, kommt mich besuchen. Folgt einfach der Straße aus Neupalm und dann der Merrillstraße. Okay, schauen wir da vorbei, sobald es geht. Auf Wiedersehen, Finja. Oh nein. Was ist denn, Finja? Ich habe etwas Wichtiges vergessen. Justin, kannst du mal deine Hand erheben? So. Wozu? Schon gut. Heb einfach die Hand. Na los, mach schon. Das dachte ich mir. Dann mal los. Finja. Ich hab's. Das ist Abenteuergruß. Cool. Cool, oder Justin? Justin, in dir scheint wirklich ein Abenteuer zu stecken. Du kannst mich gern wieder begleiten. Na dann Zeit zum Abschied nehmen. Mögen die Geister dich auf deinen großen Abenteuer beschützen. So, wir sind jetzt hier am Neupalm. Komm, greif mich an. Nein, denn nicht. Oh, Gürkchen. Oder Bohnen. Oh, Fisch. Wir sind zur Abenteuerliga. Das hält sofort etwas in der Schande. Blablabla. Mein Herr, die sehen wirklich nicht wirklich gut alt aus. Alles klar. Ist das die Abenteuerliga? Abenteuerliga. Na dann rein damit. Ich habe den Brief zwar abgelegt, aber mal gucken, ob das trotzdem funktioniert. Willkommen in der Abenteuerliga. Was für ein Abenteuer darf es sein? In der Abenteuerliga bieten wir Abenteuer, die Wünsche aller geschätzten Kunden abdecken. Abenteuer anbieten? Ich weiß nicht, was das heißen soll.
Wie denn auch sei, wir möchten gerne nach Arlend. Und die Marschall. Mangel. Ich nenne es einfach Angelo-Zivilisation besuchen. Arlend, für die Angelo-Zivilisation, leider haben wir für diesen Bereich keine Touren vorbereitet. Wenn es aber um ein paar Ruinen der Angelo geht, kann ich die Turmruinen südlich von Neupalm empfehlen. Das ist gut. Wir werden sicherlich etwas Interessantes finden, wenn wir die Domruinen besuchen. Wo entlang? Wir müssten feststellen, dass die Tor zu den Domruinen gefährlich ist. Und deshalb haben wir eingestellt. In der Gefahr geht es hier nicht. Ein Abenteuer sollte Gefahr sein. Gefährlich sein. Recht. Komm schon, stimmt etwas nicht, oder nicht? Musst du Mitglied der Liga sein? Du brauchst das Okay des Präsidenten, er ist dort unten im Büro. Können wir Ruinen besuchen, wenn wir planen. Okay. Wir müssen ein Passwort nennen, sag es. Sonst kommt ihr nicht hier rein. Nein, das Passwort? Was ist das Passwort denn? Würde das Abenteuer erleben, bla bla. Fenja, wenn ihr Fernsehen zurückgeht. Wenn du mich verliebt, ups, ich rede wieder dann. Ein seltsamer alter Mann, wie er im Gehen redet. Als Kinder ja tot finden. Such nach den geheimen Thermalbädern und such nach den Ruinen. Liebt, es gibt den Turnsnacks. Geheimen Thermalbädern? Snacks? Mist, ich glaube, sie verwechseln uns mit Touristen oder so. Oh nein, die Sache, es gibt. Das Passwort, ich bin in Palästina, jawohl, verstanden. Argon, alles klar. Ding dong, okay, hier rein, jawohl. Okay, es zählt eigentlich, anscheinend. Ach du heilige Scheiße, was ist das denn? Ich bin Parkour, Präsident der Abenteuerliga, jawohl. Jawohl, ja. Kann ich irgendwie helfen? Sie sind der Präsident? Das muss ein Scherz sein. Es muss ein Witz sein. Ich dachte, der Präsident der Abenteuerliga sei. Ja, Gauss. Gauss war mein Vater. Er ist schon vor Jahren gestorben. Jetzt bin ich Präsident. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Wirklich? Ich meine, klar bist du das. Justin, vergiss nicht, nach einer Aufnahme zu fragen. Also, da Gauss tot ist, habe ich keine andere Wahl, als mich mit diesen Deppen rumzuschlagen. Wie dem auch sei, wir würden gerne der Liga beitreten. Wie geht das? Wir nehmen keine neuen Mitglieder auf. Ihr müsst keine Abenteuer bitten. Auch seinen Schein zu leihen. Jawohl. Ihr müsst einen Abenteuer bitten, euch seinen Schein zu leihen. Jawohl. Augenblick mal, ihr habt ein Empfehlungsschreiben meiner Mutter. Mein Vater war Abenteuer. Er kannte Herr Gauss. Das sehe ich. Und? Dachtest du, dieser Stück Papier bringt dir einen Abenteuerschein ein? Ich entscheide, wer einen Schein erhält. Jawohl, ja. Schmeißt es einfach weg. Es gibt neue Abenteuerscheine, seit ich Präsident bin. Jawohl, ja. Clever, oder? Was ist das? Pains Gesicht. Ist auf dem Cover und es ist ganz pink. Ja, ihr Bild sieht schrecklich aus. Fenja ist auf dem Cover, weil sie eine Süße ist. Jawohl, ja. Fenja ist unsere beste Abenteurerin. Und sie ist meine Verlobte. Jawohl, ja. Wir sind ein verliebtes Pärchen und wir werden bald heiraten. Jawohl, ja. Kein Scherz? Aber warum sollte Fenja ein Clown wie dich heiraten sollen? Was? Hä? Das ist unhöflich. Dich lasse ich jetzt nie in meinen Abenteuerliga. Jawohl, ja. Gib nicht so an, Junge. Du bist mein Diener. Jawohl, ja. Was? Dein Diener? Seit wann bin ich denn dein Diener? Schon bevor du herangekommen bist. Weißt du noch? Du hast gesagt, ich bin Parkons Diener. Jawohl, ja. Ja, aber... Okay. So ist... Ich wusste nicht, dass die Abenteuerliga einen Präsidenten hat. Egal. Aber warum sollte sich Fenja mit seinem Kerl verloben? Was meinst du, Zoe? Das lässt sich nur schwer herausstellen. Fenja muss schlechten Geschmack haben.
Wir haben gerade keine anderen Pläne. Wir sollen Finja zu Hause besuchen. Sie würde uns eine Karte leihen. Um dorthin zu gelangen, müssen wir nur nach Neupalm auf der Mireille-Straße. Komm schon, Justin, gehen wir. Okay, gehen wir mal Finja besuchen. Eine Schildkröte, wie geil ist das denn? Wow, was für eine riesige Kreatur, du. Da bekommt man ja einen Eindruck davon, wie groß der neue Kontinent ist. Geile Scheiße. So. Okay, der ist besiegt auf jeden Fall. So ein Ding ist das. So, mal gucken, wie viel kriege ich? 18! Nur sogar nicht mal so schlecht. 8 Erfahrungspunkte. Damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Die schwarze Wipfel. Beide besiegt auf jeden Fall. Okay. Die wo mit dem Bogen mehr Schaden austeilt. Schwertlevel erhöht. Gegen Gift, perfekt. So, gehen wir hier rüber. Was ist das für ein riesengroßer Vogel? Hinterhalt. Ach du heilige Scheiße. Glückvogel oder Kluckvogel? So, wollen wir mal. So, den Magie oder so nehme ich ja eh ne. Dann passt das schon. So, habe das da rumpel gelevelt. Über 20, perfekt.
hinten liegt was. So. Ein Ohrring. Na, schwart mal noch. Das Ding ist doch größer, als ich gedacht hätte. Naja, mal gucken. Was wir hier so anstellen können. Aber sagen wir so, jetzt habe ich schon wieder mal ein großes Gebiet, wo ich die Werkstatt falsch angegriffen. Okay, es macht keinen Schaden, das tut nur das Ding senken, alles klar. Auf 5 minus gleich? Das ist ja hart. Das hab ich aber nicht mal, sag mal so ein Gebiet, wo ich meine kleinen Figuren trainieren kann. Oh, zum Glück in den Hinterhalt. Oh ne. Gleich 4. So, ich hoffe, das reicht. Das muss eigentlich reichen. Scheiße, das reicht doch nicht. Die haben doch mehr Verteidigung, als ich gedacht habe. Giftgas. Graben. Verteidigung. Ne, es war doch schon Verteidigungsplus. Schöne Scheiße. Fuck. Nein, ich hab das abgelegt. Ich hab den Oh fuck, ich hab Gegengift abgelegt. Ich dachte, brauche ich eine. So kann man sich täuschen an der Stelle. Er lebt immer noch. Ist das eine Scheiße? Gott sei Dank. Jetzt hab ich trotzdem den Problem, weil der Typ bleibt vergiftet, oder? Status Gift, ja. Hatze. Hier? Ich hab doch Gegengift hier. Perfekt. Und den voll? Ist voll. Okay. Perfekt. Gut, kann wieder gehen. Nichts mehr, aber hier hinten war, glaube ich, noch Geld. Und ein Monster. Die Greifvögel. Fenias Haus. Also wir sind da auf jeden Fall. Also wenn ich hier was zum Speichern und Heilen finde. Hallo, kleine Schildkröte. Nice. Okay, da geht's wieder raus. Liegt da sonst nichts? Anscheinend nicht. Schade. Ich kann hier wirklich speichern und heilen. Oh, Mann. Na gut, scheiß drauf. So eine Wundersalbe und so ein Gegengift kostet ja nicht viel. Hier wohnt also Fenja. Ein solides Häuschen.
Obwohl sie es wohl selbst gebaut hat. Cool, ich glaube, die Möbel ist in ihr selbst gezimmert. Hoffentlich zeigt sie mir nachher das ganze Haus. Aber zum Glück endlich mal ein gutes Gebiet, wo ich ein bisschen trainieren kann, auf jeden Fall. Aber ich muss alle Fälle mir nochmal Gegenstände kaufen. Oh, das bedeutet, ich muss für jeden Charakter die gewissen Gegenstände kaufen, um die Gegenstände aufzuleveln, dass die ihre Fähigkeiten lernen. Ist das belastend. Naja, was soll's. Aha, da hängt vom Fen ja eine... Irgendwas Besonderes? Okay, machen wir es so an der Stelle. Werde ich die Aufnahme und den Stream beenden, weil ich jetzt wieder zurückgehe nach dem Stream und ich ein bisschen trainieren werde und mich ein bisschen umsehen. Nicht? Jetzt muss ich ja einen Stream oder jetzt muss ich euch ja nicht zeigen. Ne? Quasi ein bisschen vortrainieren, dass ich dann besser durchziehen kann, mehr Schaden und so. Und vielleicht gucke ich mir noch ein bisschen an, wie ich das mit den Mana-Ei mache. Ich glaube, das ist auch mal die Überlegung, um Zaubersprüche zu lernen. Vielleicht muss ich die auch hier irgendwie aufleveln. Und dann wäre es natürlich klüger, wenn ich das jetzt denen beibringe, dass er die Zauberkräfte jetzt schon bitte leveln kann, währenddessen ich das so und so mache. Boah, das werden wir dann im nächsten Part dann sehen, meine Damen und Herren. Und im nächsten Stream. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haut rein und macht ihr immer irgendwas Sinnvolles. Ein kleines dreckiges Sträucher.